Ja, hallo, hier ist wieder tuxauche.de. Willkommen auf meinem Videokanal. Ich bin so ein bisschen kleines bisschen in Urlaubsvorbereitung, lade meine Akkus nochmal voll auf und checke mein Equipment. Und ich möchte es aber nicht versäumen, euch hier noch ein kleines Review zu geben über einen anderen Field Monitor, und zwar den Field World F6 Plus, den ich mir als Ersatz für den FieldWorld MA5 geholt habe. Ich setze eine Beschreibung zu diesem Video unten in die Videobeschreibung. Vielleicht an der Stelle auch noch mal eine kleine Korrektur, dass der MA5 in Verbindung mit der Canon 6D Mark II kein Audiosignal anzeigte, lag also weder am Kabel noch am Monitor, sondern das ist von Canon so gewollt. Das heißt, die Ausgabe über HDMI liefert keinen Ton, warum auch immer. Aber gut, an der Stelle habe ich dem MA5 vielleicht ein klein wenig Unrecht getan. Aber jetzt habe ich mir hier, wie gesagt, den F6 Plus geholt, und den wollen wir jetzt einfach mal auspacken. So, die Kartonage ist relativ eng, aber so geht es dann. Und dann schauen wir mal alles, was in dieser Packung drin ist. Einmal eine Garantiekarte, dann der Sonnenschutz, der faltbare, wie auch schon beim MA5 dabei war, und hier der eigentliche Monitor. So sieht er dann ohne Hülle aus, und ihr seht schon, er ist ein klein wenig breiter als der MA5. Das liegt wohl sicherlich hauptsächlich daran, dass es sich hier um einen Touch-Monitor handelt. Oben seht ihr keine Funktionstasten mehr, sondern nur an/aus. Dann habt ihr hier die HDMI-Ein- und Ausgänge sowie einen Stromausgang. Auf der anderen Seite die Schraube für die Befestigung, und unten habt ihr dann Stromausgang und den Platz für die SD-Karte. Dann ist da noch drin eine kleine Anleitung, und im Gegensatz zum MA5 ist hier lediglich ein HDMI-Kabel, und zwar HDMI auf Micro-HDMI, und natürlich die Befestigung für den Kameraschuh sowie die Befestigung als Rahmen für den Sonnenschutz. Ja, ihr seht schon, das Kabel für HDMI auf Mini-HDMI fehlt. Wenn man also so einen Anschluss hat, muss man sich das extra besorgen. Kommen wir dann mal zur Akkuversorgung. So, der ist genauso wie natürlich die meisten Monitore dieser Art mit den Standard Sony NPF-Akkus zu versorgen. Man muss natürlich dann erstmal rauskriegen, dass man dazu den Entriegelungsknopf drücken muss, um das Akku auch vernünftig reinzubekommen. So, und was er natürlich auch kann, ist die Versorgung über LPE6 Akkus, wie sie zum Beispiel bei der Canon üblich sind. Auch diese Akkus können hier zur Stromversorgung herangezogen werden. Ja, das war so ein bisschen die Stromversorgung, und dann habe ich natürlich auch mal ausprobiert, weil ja auch teilweise ja damit geworben wird, dass man den Monitor auch, da er über einen Stromausgang verfügt, auch zur Versorgung der Kamera benutzen kann. Ich habe mir deshalb dann von Panasonic so eine Dummy-Batterie besorgt und ein passendes Stromkabel, und wollte dann mit dieser Dummy-Batterie die Kamera als auch den Monitor mit den wesentlich stärkeren NPF-Akkus versorgen, aber das schauen wir uns auch mal an. Ihr seht jetzt hier, schalte ich den Monitor ein. Ihr seht auch hier, dass der Monitor eingeschaltet ist und auch Power hat. Jetzt schalten wir die Kamera an, und dann seht ihr ganz kurz, wie die Kamera angeht. Dann aber mit der Fehlermeldung, dieser Akku könnte nicht benutzt werden, sich dann letztendlich abschaltet. Ja, und eine Lösung für dieses Problem habe ich leider nicht gefunden.
Die Dummy-Batterie will 8,4 Volt haben und genau das soll auch der Ausgang liefern. Warum jetzt da die Lumix-Kamera sagt, ich kann mit dem Akku eigentlich nichts anfangen, kann ich leider nicht sagen. Aber vielleicht hat jemand meiner Zuschauer da eine Lösung für, wäre ich also immer noch sehr, sehr dankbar drum. Ja, und dann schauen wir uns vielleicht mal im Detail den Monitor einmal an. Dazu wechseln wir einfach mal die Perspektive. Ja, wir haben jetzt hier mal den Monitor angeschaltet. Unten haben wir das Display der Kamera und oben den Monitor. Als erstes kann man hier durch einmal kurzes Drücken, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, die Touch-Bedienung auch ausschalten, was sicherlich sinnvoll ist, um versehentliches Bedienen des Monitors zu vermeiden. So, dann haben wir hier oben auch eine Menürädchen. Wenn ich das einmal kurz drücke, sozusagen ein Schnellmenü, womit ich dann hier zum Beispiel den Focus Assist einschalten kann. Ihr seht das hier an den roten eingefärbten Bereichen. Oder ich kann auch hier Vollskala einschalten, um die Belichtung zu kontrollieren. Und hier habe ich dann sofort einen schnellen Zugriff. Jetzt machen wir die beiden mal wieder aus. Und wenn ich dann hier doppelt drauf tippe, komme ich dann hier in das Menü, wo ich dann die verschiedenen Einstellungen dann ebenfalls einstellen kann. Aber die wesentlichen wie Histogramm, Vollskala und so weiter gehen über dieses Menü mit dem Menürädchen wesentlich schneller. Hier in dem Menü nehme ich die Basiseinstellungen auf, ob ich zum Beispiel eine Center-Markierung haben möchte und wie die Center-Markierung dann farblich gestaltet werden soll. Hier habe ich dann die Seitenverhältnisse und auch hier am Monitor kann ich nochmal einzoomen und dann kann ich dann hier gegebenenfalls auf 100% gehen, um eine genauere Darstellung eines Bildausschnittes zu haben, der dann scharf abgebildet werden soll. Dann hier habe ich die Farbeinstellungen, die Farbtemperatur, die Helligkeit und so weiter. Und hier zum Beispiel Farbtemperatur der Helligkeit ist dann dieses Rädchen relativ schön. Da brauche ich dann die nicht jedes Mal per Touch darauf zu klicken und kann das hier sehr schön mit dem Wahlrädchen sehr exakt einstellen. Dann hier haben wir die Einstellungen für das Menü, wie lange das Menü sichtbar sein soll, ob es transparent sein soll und natürlich auch die Voreinstellungen für die Sprache. Die Sprache, wenn man die auf Deutsch umstellt, können wir mal schnell machen. So, dann habe ich allerdings folgenden Effekt. Wenn ich dann hier den, wie jetzt den Focus Peak anschalte, dann steht da auf anstatt an. Aber gut, das wird wohl nur ein kleiner Übersetzungsfehler sein. Was schön gemacht worden ist gegenüber dem MA5. Bei dem MA5 musste ich ja jedes Mal, wenn ich den Winkel hier des Monitors ändern wollte, praktisch hier vorne losschrauben. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich kann das also hier mit einer Hand den Winkel anpassen. Die haben dann eine neue Befestigung dran gemacht und trotzdem bleibt der Monitor dann in dieser Position. Finde ich auch sehr schön gemacht von den Herstellern, da auch dran zu denken, weil man MA5 musste man jedes Mal wirklich mit beiden Händen erst hier vorne losschrauben und dann konnte man den Winkel letztendlich verstellen. Ja, wie ihr sehen konntet, ist der Vielwert ein recht guter Monitor. Die Bedienung über Touch ist natürlich um Längen einfacher, wie zum Beispiel bei dem MA5, wo man sich jedes Mal über die einzelnen Knöpfe durch das Menü hangeln muss. Auch das mit dem, ich nenne es jetzt mal Menürad, sofort eine Art Kurzmenü da ist sicherlich auch sehr gut gelöst. Dann sind nämlich die wesentlichen Einstellfunktionen wie zum Beispiel Schwarz-Weiß, Fokus Peaking oder Falschfarben für die Belichtungssteuerung eigentlich sofort verfügbar. Ich habe auch mal kurz probiert, Audio darüber mitzuhören. Das ist gewöhnungsbedürftig, weil natürlich über den HDMI-Ausgang sowohl Bild als auch Ton eine gewisse Verzögerung haben. Und da empfiehlt es sich auf jeden Fall, einen Kopfhörer zu benutzen, der gegen Außengeräusche sehr, sehr gut abgedichtet ist, sage ich jetzt mal, weil man sonst letztendlich alles doppelt hört, ist aber auch vielleicht eine Sache der Gewöhnung. Ja, schlussendlich kann ich sagen, ich denke mal,
Für die 249 Euro, also der Mehrpreis gegenüber dem MA5, war es durchaus wert, alleine schon wegen der Touch-Bedienung. Damit geht das viel einfacher. Schade nur für mich jetzt im Moment, dass das mit der Stromversorgung auch der Kamera über das wesentlich größere Akku des Monitors im Moment noch an einer Fehlermeldung scheitert. Aber insgesamt macht der Monitor einen guten Eindruck. Und auch erste Tests draußen im Sonnenlicht waren recht gut. Natürlich, wenn die Sonne direkt drauf scheint, hat man das gleiche Problem wie bei einem Smartphone. Da ist die Erkennbarkeit des Bildschirmes doch sehr, sehr eingeschränkt. Da hilft auch dann letztendlich dieser Sonnenschutz nichts mehr. Und man muss versuchen, dann irgendwo anders dann den Monitor entsprechend abzuschirmen. Ja, das war's von mir. Wie gesagt, wer da einen preisgünstigen Einstieg sucht, kann mit ungefähr 150, 160 Euro sicherlich auch gut mit dem MA5 leben. Etwas flexibler und auch von der Bedienung her ist sicherlich der F6 Plus. Der ist natürlich auch von der Diagonale her ein Hauch größer, lässt also noch mehr Details erkennen. Aber beide Monitore sind, wie ich finde, ihren Preis wert und ich freue mich dann demnächst darauf, mit dem F6 Plus weiterzuarbeiten. Solltet ihr hierzu Fragen haben, platziert die gerne in die Kommentare oder auch in die Kommentare zu dem Blog-Eintrag, den ich dazu habe. Und über ein Gefällt mir würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen und noch mehr, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, Tuxoche.